Ägypten. Nirgends auf der Erde gibt es mehr archäologische Schätze als hier. Sehen Sie sich das an! Unter dieser Wüstenlandschaft liegen die Geheimnisse einer uralten Zivilisation. So was habe ich noch nie gesehen. Eine Saison lang konnten wir mit unseren Kameras die Ausgrabungen hautnah miterleben und einmalige Einblicke in die Arbeit der Archäologen erhalten. Das ist der kritischste Moment. Verborgene Geheimnisse werden gelüftet. Wir haben Glück. Wow, viele Mumien. Es riecht furchtbar. Und es werden Entdeckungen gemacht, die unseren Blick auf die Geschichte verändern könnten. Wir hatten keinen Beweis, bis jetzt. Hier hat alles angefangen. Das hätte ich nie erwartet. In dieser Folge lüften Archäologen die Geheimnisse eines der legendärsten Pharaonen Ägyptens. Ramses der Große. Dies wurde vermutlich von Ramses selbst benutzt. John und Colleen Darnell suchen in der Wüste nach Spuren von Ramses Herrschaft. Dies ist einer der größten Erfolge von Ramses. Alia Ismail versucht, einen der größten Schätze Ägyptens zu retten. Wenn es umkippt, würde es das Grab beschädigen. Und Fateh Yassin begibt sich unter die Erde, um die Geheimnisse einer antiken Nekropole zu lüften. Irgendwas ist da. Nur was? In der über 3000-jährigen Geschichte Ägyptens reichte kein Pharao auch nur annähernd an Ramses den Großen heran. Während seiner 66 Jahre auf dem Thron führte Ramses das ägyptische Reich zum Höhepunkt wirtschaftlicher und kultureller Blüte. Er schuf ein gewaltiges Erbe und wurde derart verehrt, dass 9 weitere Pharaonen seinen Namen tragen sollten. Er ließ mehr Statuen, Denkmäler und Tempel errichten als jeder andere Pharao und veränderte für immer das Gesicht Ägyptens. Überall im Land wollen Archäologen das Geheimnis seines Erfolgs ergründen. In der altägyptischen Stadt Abydos leitet Dr. Sameh Iskander ein Team, das den nach Ansicht mancher Archäologen ersten Tempel, der unter der Herrschaft von Ramses gebaut wurde, ausgraben soll. Beeilt euch! Nach Ramses war Ägypten ein völlig anderes Land. Hier begann alles. Dieser Tempel hat persönlich etwas mit ihm zu tun. Das interessiert mich an ihm. Sameh Iskander hofft, dass Spuren aus der frühen Regierungszeit von Ramses das Geheimnis seines späteren Erfolgs erklären können. Doch zuerst muss er herausfinden, ob dieses wirklich das erste von Ramses in Auftrag gegebene Bauwerk ist. Wir suchen Hinweise darauf, wann dieser Tempel gebaut wurde. Das Team gräbt tief unter den Tempelmauern nach Opfergaben im Fundament, die zu Beginn des Baus vergraben wurden und von denen sie hoffen, dass sie wichtige Informationen über die Ursprünge des Tempels liefern. Doch die Arbeiter fördern etwas ganz anderes ans Tageslicht. Kartuschen. Äußerst ungewöhnliche. Sie sind in keinem ägyptischen Tempel zu finden. Diese ovalen Zeichen wurden verwendet, um die Namen der Pharaonen auf deren Bauwerken zu verewigen. Auf den versteckten Kartuschen stehen 2 Namen. Der auf der linken Seite lautet Ramses Meri-Amun. Das ist der Name, den man ihm bei seiner Geburt gab. Der andere ist der Thronname, den er bekam, als er zum Pharao wurde. Ramses II. Ramses Thronname wäre nicht in das Fundament eingraviert worden, wenn er den Bau nicht in Auftrag gegeben hätte. Dieser Tempel wurde während der Regierungszeit von Ramses II. Erbaut. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Ramses ließ mehr Bauwerke errichten als jeder andere Pharao. Doch die Kartusche beweist, dass dieser Tempel der Ort ist, an dem alles begann. Hier begann er, sein Vermächtnis aufzubauen.
Ramses begann seine umfangreiche Bautätigkeit mit diesem Tempel. Den Eingang bildete ein imposantes Granitportal. Dahinter befand sich ein Hof, umgeben von Statuen des Gottes Osiris, dem dieses Bauwerk geweiht war. In jeder Ecke des Tempels, in den Fundamenten im Sand verborgen, befanden sich die goldenen Kartuschen mit dem Namen des Pharaos. Ramses II., Auserwählter des Re. An der Südwestwand des Tempels untersucht Sameh Iskander einen unlängst verschlossenen Durchgang, der vom Gebäude wegzuführen scheint. Dieser Durchgang war fast 3000 Jahre lang offen. Warum? Etwas muss hinter dieser Tür vor sich gegangen sein. Sameh Iskanders Team sucht im Umfeld der Tür nach Hinweisen, wohin sie führen könnte. Gut 80 Kilometer südlich im Tal der Könige befindet sich das prächtig dekorierte Grab von Ramses Vater, Setos I., der 11 Jahre lang regierte, bevor Ramses den Thron bestieg. Alia Ismael ist hierher gekommen, um nach Hinweisen zu suchen, welches Vermächtnis Ramses von seinem Vater geerbt haben könnte. Man sieht, dass die Farben die Zeit überdauert haben. Ihr fällt ein Detail in dem atemberaubenden Wandrelief ins Auge. Das Haar hier ist blau. Die blaue Farbe ist ein beeindruckender Hinweis auf Setos Herrschaft. Das ist Lapislazuli. Es stammt aus Afghanistan. Das Farbpigment wurde aus über 3200 Kilometern Entfernung hierher gebracht, um in diesem Grab verwendet zu werden. Ein Hinweis darauf, dass Ägypten bereits vor Ramses Thronbesteigung in eine goldene Ära eingetreten sein könnte. Wir können intensive Handelsbeziehungen erkennen. In Bezug auf Reichtum und politische Macht war Ägypten so stark wie China und die USA zusammen. Ramses Erfolge könnten auf die Errungenschaften seines Vaters zurückzuführen sein. Doch Entdeckungen wie diese drohen zu verschwinden. Die Gräber waren dazu gedacht, für immer verschlossen zu bleiben. Einmal geöffnet, wird ein Grab durch Luft und Feuchtigkeit immer weiter geschädigt. Alia Ismael bildet ein Team junger Konservatoren aus, um das Grab durch den Einsatz hochmoderner 3D-Scanner zu erhalten. Seit Tausenden von Jahren sind die Ägypter die Hüter dieses Ortes. Das setzen sie nun mit Hilfe moderner Technik fort. Für Teammitglied Mina Fahim Rezek ist es eine willkommene Gelegenheit, sein ägyptisches Erbe zu schützen. Das steckt in unserem Blut. Wenn man sich an einem Ort wie dem Grab von Setos befindet, fühlt man sich wie zu Hause. Ich werde dort unten für meinen Großvater beten. Morgen werden sie im Rahmen ihrer Ausbildung eine 3D-Aufnahme des Grabes von Setos I. erstellen, bevor es für immer verschwinden wird. Südlich des Tals der Könige, in Luxor, liegt die Nekropole von Al-Assassif. Dieser weitläufige Friedhof umfasst über 1000 Jahre altägyptischer Geschichte. Mit Gräbern aus der Zeit 800 Jahre vor Ramses dem Großen bis viele Jahrhunderte nach seinem Tod. Grabungsleiter Fatih Yassin und sein Team legen einen neu entdeckten Schacht frei. Die Mündung des Schachtes ist riesig und geht tief. Er ist also sehr bedeutend. Die Größe des Schachts deutet darauf hin, dass er zu einem unentdeckten Grab führen könnte. Doch auch nach 2 Wochen Arbeit hat ihre Grabung keine Funde hervorgebracht. Schneid es hier ab. Nur wenige Zentimeter von der Schachtmündung entfernt, entdeckt Fatih Yassin etwas im Boden. Eine seltene Keramik. Er untersucht sie, um ihr Alter zu bestimmen. Dieser Krug könnte aus der 19. Dynastie stammen, ramessidische Periode. Der Fund stammt aus der Regierungszeit von Ramses dem Großen. Ein vielversprechender Hinweis, dass der Schacht zu einem Grab aus dieser Zeit führen könnte. Ein guter Tag für uns. Nördlich des Schachts hat ein Teammitglied ein tiefes Loch entdeckt.
Vielleicht ein Schacht oder ein unfertiges Grab. Vorsichtig. Es sieht vielversprechend aus, doch der Eingang ist instabil. Es reicht tief hinunter und Felsbrocken lösen sich. Eine verlockende, aber nicht ganz ungefährliche neue Spur. In Abydos, beim ersten von Ramses errichteten Tempel, entdeckt Sameh Iskander einen Gang aus Kalksteinblöcken, der von der zugemauerten Tempeltür wegführt. An seinem Ende befindet sich etwas Unglaubliches. Siehe da, wir sind auf einen Palast gestoßen. Dies ist ein einmaliger Fund. Der private Palast von Ramses dem Großen. Wir waren geschockt. Das hatten wir nicht erwartet. Sameh Iskander und sein Team beginnen sofort mit der Freilegung dieses einzigartigen Fundes. Die Anlage lag 4 Meter unter dem Sand. Ramses Aufstieg nahm hier in Abydos seinen Anfang. Doch er war nicht der erste Pharao, der hier baute. Nur 290 Meter südlich von Ramses Palast befindet sich der Tempel seines Vaters, Sethos I. Sameh Iskander sucht hier nach Hinweisen darauf, warum sowohl Ramses als auch sein Vater in Abydos bauen ließen. Der Ort war bei früheren Herrschern in Ungnade gefallen und aufgegeben worden. Hier sind Sethos I. und sein Sohn Prinz Ramses, später Ramses der Große. Ein Relief, bekannt als Königsliste, verzeichnet die Pharaonen von der ersten Dynastie bis zur Zeit Ramses. Sie könnte Hinweise darauf enthalten, warum Sethos und Ramses nach Abydos zurückkehrten und ob dies zum Erfolg von Ramses beitrug. Offensichtlich fehlt hier etwas. Mehrere Könige wurden aus der Geschichte getilgt. Warum wurden sie entfernt? Weil es ketzerische Könige waren. Diese Pharaonen regierten, bevor Ramses und Sethos an die Macht kamen. Während dieser Zeit hatte man sich von den alten Göttern abgewandt. Ramses versuchte, den alten ägyptischen Glauben wiederherzustellen. Nach dem Glauben der frühen Ägypter ist Abydos der Ort, an dem der Gott Osiris begraben wurde. Sie betrachteten ihn als eine heilige Stätte und legten seit der ersten Dynastie hier ihre Gräber an. Archäologen haben ein Grab freigelegt, das 2000 Jahre vor Ramses Herrschaft angelegt wurde. In seinem Inneren befand sich ein Schatz, bestehend aus 400 Weinkrügen, einem Zepter aus Elfenbein, einer Schale aus Obsidian und den ältesten Beispielen ägyptischer Schrift, unbezahlbaren Elfenbeinschildern mit den Namen von Regionen des alten Ägypten. Man glaubt, dass dieses Grab einem Mann namens Skorpion gehörte, einem der ersten Könige Ägyptens. Durch die Bauten in Abydos hofften Ramses und Sethos, den Erfolg ihrer Dynastie zu sichern. Sie stellten eine ewige Verbindung mit den ersten Königen wie Skorpion und einem der am meisten verehrten alten Götter, Osiris, dem Herrscher der Unterwelt, her. Darum ging es bei diesem Tempel. Der Tempel sollte im Herrschaftsbereich von Osiris errichtet werden, in Abydos. Ramses baute seine Macht durch eine Verbindung zu den alten Traditionen auf. Doch könnte es Entwicklungen während der Herrschaft von König Skorpion gegeben haben, die es Ramses ermöglichten, seine eigene Macht weiter auszubauen? Wir gehen nach El-Hawi. Die Hieroglyphenexperten John und Colleen Darnell wollen das Geheimnis vom Aufstieg des Ramses lüften. Oberhalb einer historischen Handelsstraße haben sie alte Inschriften entdeckt. Hier haben wir wohl eine der frühesten Hieroglypheninschriften. In den Berg wurden Tierdarstellungen geritzt. Doch es sind mehr als nur Bilder. Diese Zeichen wurden niedergeschrieben.
Es sind Briefe, keine Bilder. Diese Abbildungen markieren einen wichtigen Moment in der menschlichen Zivilisation. Sie zeigen einen Ibis mit zwei Störchen auf jeder Seite, die etwas Neues darstellen. Ein Bild, das ein Wort repräsentiert. Dies ist eine frühe Version der Achet-Hieroglyphe, des altägyptischen Wortes für Horizont. Dies könnte eines der ältesten je gefundenen Beispiele für geschriebene Sprache sein. John und Colleen Dunnell vergleichen sie mit Aufzeichnungen der alten Texte, die im Grab eines der ersten Könige Ägyptens gefunden wurden, Skorpion. Sie wollen das Alter der Inschriften bestimmen. Dies sind die gleichen Zeichen wie in dem frühen Grab von Abydos. Sie passen perfekt zueinander. Mit über 5000 Jahren sind dies die ältesten überdimensionalen Hieroglyphen, die je entdeckt wurden. Und eines der frühesten Beispiele für geschriebene Sprache. Es ist das erste Mal, dass wir eine Hieroglypheninschrift lesen können. John Dunnell entziffert die Symbole. Zusammen mit dem Symbol eines Stiers offenbart die Achet-Hieroglyphe eine bemerkenswerte Verbindung zwischen dieser frühen Schrift und dem Erfolg von Ramses 2000 Jahre später. Königliche Macht ist wie die Macht der Sonne. Der König auf Erden ist wie die Sonne am Himmel. Die Texte sind ein frühes Beispiel für Propaganda der Pharaonen. Dies ist eine uralte Werbeplakatwand. Ramses stellte nicht nur eine Verbindung mit dem alten König her, indem er in Abydos bauen ließ. Er nutzte auch die Macht der Schriftsprache, die während der Herrschaft Skorpions entwickelt worden war, für sich und sein Reich. Diese Aussage spiegelt die Machtgrundlage wider, auf der auch Ramses II. Regierte. Hier hat alles angefangen. Um die Geheimnisse von Ramses Erfolg weiter entschlüsseln zu können, müssen John und Colleen Dunnell die Bauwerke, die er hinterlassen hat, untersuchen. In Luxor, in der Nekropole von Al-Assassif, legt Fatih Yassins Team einen verborgenen Schacht frei, der aus der Zeit von Ramses II., genannt der Große, stammt. Sie haben eine Tiefe von 10 Metern erreicht. Die Arbeiter müssen tausende Tonnen Erdreich ohne Maschinen bewegen. Eine sehr harte Arbeit. Man muss kräftige Arme haben. Syed Mohammed ist für die Sicherheit der Ausgrabung zuständig. Wie geht's, Jungs? Er muss die Ausgrabungen ständig auf Gefahren hin überwachen. Wir sind fast fertig. Die Sicherheit ist sehr wichtig. Sehr wichtig für uns. Bislang haben sie im Inneren nichts entdeckt. Jetzt nähern sie sich dem Boden des Schachtes. Die Anzeichen sind vielversprechend. Bei 10 Metern sind wir auf kein Geröll aus der Neuzeit gestoßen. Für uns ein gutes Zeichen, denn hier wurde noch nie zuvor gegraben. Plötzlich entdeckt einer von Fatih Yassins Arbeitern etwas in den Trümmern. Was ist das? Irgendetwas ist da, nur was? Es ist die erste Entdeckung, die sie in dem Schacht in Al-Assassif machen. Eine kleine Statue. Ein winziger Shabti. Zwischen den Trümmern lag eine auserlesene Miniaturstatue, die Shabti genannt wird. 4 Zentimeter. Die alten Ägypter glaubten, diese winzigen Figuren würden zum Leben erwachen und dem Besitzer des Grabes im Jenseits dienen. Als sie weitergraben, kommen viele weitere Shabtis zum Vorschein. Wir haben noch mehr Shabtis gefunden. Insgesamt finden sie 30 wunderschön gearbeitete Shabtis. Als Fatih Yassin weitergräbt, entdeckt er noch etwas anderes. Wir haben hier etwas.
Ich bin mir noch nicht sicher, aber... Ja, sieht aus wie ein Hammer. Er wurde beim Bau des Grabes verwendet. Werkzeuge wie dieses wurden benutzt, um Kammern tief unter der Erde auszuheben. Werkzeuge deuten darauf hin, dass hier noch mehr ist. Das Team könnte nur Zentimeter von einer Grabkammer entfernt sein. In Luxor, in der Nähe des Tals der Könige, ließ Ramses seinen Totentempel bauen. Das Ramesseum. Colleen Darnell ist hierher gekommen, da sie hofft, das Geheimnis von Ramses' Erfolg durch Hinweise an seinen Bauwerken lüften zu können. Hier ließ er eine der größten Statuen aufstellen, die je im alten Ägypten geschaffen wurden. Dieser riesige Schrein wurde bereits im zweiten Jahr seiner Herrschaft gebaut, damit seine Anhänger für Ramses unsterbliche Seele beten konnten. Von Anfang an war er darauf bedacht, dass man sich noch lange nach seinem Tod an ihn erinnern würde. Colleen Darnell ist jedoch davon überzeugt, dass Ramses Erfolg nicht nur auf die Errichtung von Bauwerken zu seinem Andenken zurückzuführen ist. Wenn Sie nicht die Unterstützung eines wohlhabenden Landes genießen, können Sie keine riesige Statue wie diese in Auftrag geben. In der Nähe des Tempels befinden sich große Gewölbekammern, die sich eher zur Aufbewahrung als zum Gebet eignen. Diese Lagerräume stellen den Tempel in den Schatten. Im Inneren findet Colleen Darnell einen Hinweis darauf, was hier gelagert wurde. Es gibt ein Loch in der Decke. Dieser gigantische Raum könnte mit Getreide gefüllt gewesen sein. Die riesigen Silos zeigen, dass der Tempel sowohl eine religiöse als auch eine wirtschaftliche Funktion hatte. Das Getreidelager hätte 16.500 Kubikmeter umfasst. Eine gewaltige Menge. Es könnte einen bedeutenden Teil von Ramses Armee ernährt haben. Ramses besaß sowohl die Mittel, Bauwerke für religiöse Zwecke zu errichten, als auch ein stehendes Heer von etwa 20.000 Mann zu ernähren. Ohne diese wirtschaftlichen Ressourcen wären die militärischen Erfolge Ägyptens nie möglich gewesen. Ramses stand eine riesige Armee zur Verfügung. Doch um zu verstehen, wie er sie einsetzte, wird Colleen Darnell noch weitere seiner Bauwerke untersuchen müssen. In Abydos, im neu entdeckten Palast von Ramses II., fügt Sameh Iskander Fragmente einer ausgegrabenen Keramik zusammen. Sehr feines Material mit einem schönen Rand. Gleich neben dem Fundort dieser Töpferarbeit legen Arbeiter eine rätselhafte Grube frei. Das ist eine Überraschung. Die originalen Steine wurden durch Hitze verformt. Das hier alles ist geschmolzener Sandstein. In der Grube finden sich Formen, die perfekt zur Keramik passen. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Die Formen weisen auf den ursprünglichen Zweck der Grube hin. Wir haben es hier mit einem Ofen zu tun. Sameh Iskander vermutet, dass in diesem Ofen Schalen für Ramses privaten Palast hergestellt wurden. Dies wurde vermutlich von Ramses selbst benutzt. Wir nähern uns ihm als Person, als Pharao und auch als Mensch. Nur wenige Meter vom Ofen entfernt entdeckt Sameh Iskander eine geheimnisvolle Nische. Sie wurde in die Wand des Palastes geschlagen und mit Ziegelsteinen zugemauert. Im Innern befand sich ein großes Objekt. Im Umfeld entdecken sie weitere Nischen, doch auch diese sind leer. Viele interessante, jedoch verwirrende Gegebenheiten. Um den Zweck dieser merkwürdigen Nischen zu ergründen, muss das Team seine mühsame Suche fortsetzen.
An der Grenze zum alten Nubien ließ Ramses ein weiteres gewaltiges Bauwerk errichten. Die Felsentempel von Abu Simbel. Colleen Danell ist hierher gekommen, um nach Hinweisen zu suchen, inwieweit Ramses militärisches Geschick zum Gedeihen seines Reiches beigetragen hat. Dies ist eine Sammlung der größten Erfolge von Ramses. Ramses festigte sein Reich im Süden und drängte nach Norden, um seinen mächtigen Feinden, den Hethitern, entgegenzutreten. In Tempeln in ganz Ägypten ließ er verewigen, dass er gegen die Hethiter gesiegt hatte. Zumindest sollte man das denken. Um etwa 1300 vor Christus kämpften die Ägypter bei der Festung Kadesh in der möglicherweise größten Wagenschlacht der Geschichte gegen ihre Erzrivalen, die Hethiter. Die leichten ägyptischen Streitwagen waren gegenüber den schweren hethitischen Kriegsmaschinen im Vorteil. Ramses reklamierte den Sieg für sich. Doch in Wahrheit war es wohl eher ein Unentschieden. Beide Könige einigten sich auf einen Waffenstillstand, der zum ersten dokumentierten Friedensvertrag der Welt führte. Dies ermöglichte den Ägyptern, all ihre Ressourcen in Friedenszeiten für das Errichten riesiger Bauwerke wie diesem zu verwenden und ein goldenes Zeitalter für Ägypten einzuläuten. Statt kostspielige militärische Auseinandersetzungen zu führen, festigte Ramses seine Macht durch Diplomatie. Doch um die Herzen seines Volkes zu gewinnen, musste er sich immer noch als mächtigen Krieger darstellen. Er steht allein auf seinem Wagen, die Zügel auf seinem Rücken zusammengebunden, so dass er mit dem Bogen schießen kann. Wir wissen, dass dies Propaganda war. Denn selbst der Hieroglyphentext besagt, dass sein Schildträger Mena mit ihm auf dem Wagen fuhr. Ramses war ein Meister der frühen Öffentlichkeitsarbeit. Er veränderte die Wahrheit, um ein Bild zu erzeugen, das seinem Volk gefiel. Im Allerheiligsten des Tempels entdeckt Colleen Danell ein weiteres Geheimnis für Ramses Erfolg. Er platzierte seine Statue zwischen denen der größten Götter Ägyptens und nutzte dabei geschickt das Licht, um seine eigene Göttlichkeit zu manifestieren. Zweimal im Jahr durchdringen die Sonnenstrahlen den gesamten Tempel und beleuchten diese Figuren im Allerheiligsten. Colleen Danell vermutet, dass Ramses die Ausrichtung der Sonne nutzte, um die mächtige Botschaft zu transportieren, dass er der personifizierte Sonnengott war. Hier in Abu Simbel ist Ramses II. Nicht nur ein König, sondern ein Gott. In Ramses Palast in Abydos hat Sameh Iskander eine weitere Nische entdeckt. Diesmal ist sie jedoch nicht leer. Sehen Sie, noch ein Loch. Ja. Sie liegen übereinander. Die Nische ist vollgestopft mit einer großen Zahl von Skeletten. Es ist unmöglich zu sagen, wie viele es sind. Das sind mindestens zwei Köpfe. Sie suchen nach weiteren Nischen und finden noch mehr Knochen, die in die Wände des Palastes eingemauert sind. Das ist gerade sehr interessant. Die sterblichen Überreste stammen nicht von Menschen, sondern von Stieren. Diese Entdeckung könnte ein Hinweis darauf sein, dass Ramses einen geheimnisvollen religiösen Kult lenkte. Unter Ramses Herrschaft florierte einer der populärsten Kulte des alten Ägypten, der Apis-Kult. Priester wählten einen Stier, der den Schöpfergott Ptah verkörperte. Die Ägypter verehrten den Stier als Orakel und interpretierten seine Bewegungen als Prophezeiungen. Wenn ein Apis-Stier starb, wurde er feierlich begraben und ein neuer Stier ausgewählt. Ramses förderte die Stieranbetung vehement und nutzte den mächtigen Kult, um seine eigene Göttlichkeit zu stärken. Ramses mag zwar eine Verbindung zum Stierkult hergestellt haben, doch Sameh Iskander ist sich nicht sicher, ob dieser Palast wirklich als Kultstätte diente.
Im Gegensatz zum Apis-Kult, bei dem der Stier feierlich bestattet wurde, wurden diese Kadaver ohne Zeremonie in die Mauern gestopft. Bis jetzt gibt es kein Muster. Sie sind eher zufällig verstreut. War dies wirklich eine heilige Stätte? Oder wurden in Ramses privatem Palast einfach nur Viehkadaver entsorgt? Das Rätsel müssen wir lösen. Im Tal der Könige versuchen Alia Ismail und ihr Team am heutigen Tag Geschichte zu konservieren. Sie wollen einen 3D-Scan vom Grab von Zetus I., dem Vater von Ramses II., erstellen. Sie hoffen, es so für zukünftige Generationen erhalten zu können. Vorsichtig verladen sie ihre wertvolle Ausrüstung und machen sich auf den Weg zum Grab. Unsere heutige Arbeit macht uns ein wenig Sorgen. Wir wollen nichts berühren. Die Decken in Zetus Grab sind über 6 Meter hoch. Um alles dokumentieren zu können, muss das Team nur wenige Zentimeter von den kostbaren Wänden entfernt ein riesiges Gerüst aufbauen. Können wir die Beine zusammenbauen? Vorsicht bitte! Der kleinste Fehler könnte zu irreparablen Schäden an einem der wertvollsten Gräber Ägyptens führen. Können wir mit dem Aufbau beginnen? An der Nordseite des Tals der Könige untersucht Colleen Danell die Inschriften im Grab von Ramses II. 1213 vor Christus, nach 66 Jahren auf dem Thron, starb Ramses im Alter von vermutlich über 90 Jahren. Seine Mumie wurde hier bestattet. Zu Lebzeiten erklärte sich Ramses selbst zum Gott. Colleen Danell will herausfinden, ob er auch im Tod noch erfolgreich damit war. Das ist der Gott Apophis in Gestalt einer Schlange. Er verkörpert das Chaos und versucht, den Sonnengott aufzuhalten. Die Hieroglyphen zeigen Ramses, wie er die Schlange tötet. Eine Rolle, die normalerweise dem Sonnengott vorbehalten ist. Ramses will sich die Macht des Sonnengottes in seinem Grab zunutze machen und wie er werden. Im Tod beabsichtigte Ramses, auch die überirdischen Pflichten des Gottes zu übernehmen. Im Inneren des Grabes wird die Grabkammer von Ramses von einem Gerüst gestützt. Sie wurde durch Überschwemmungen schwer beschädigt. Als Archäologen das Grab entdeckten, waren Ramses Mumie und fast all seine Reichtümer bereits verschwunden. Seine Mumie muss hier in einem Sarg gelegen haben, aber sie war nicht mehr da. Doch das ist nicht das Ende von Ramses Geschichte. Auf der Suche nach seiner letzten Ruhestätte folgen John und Colleen Danell einer Spur, die hoch zu den Felsen führt. In der Felswand verbirgt sich ein geheimer Schacht, der normalerweise verschlossen ist. Heute wird er für ihre Untersuchung geöffnet. Doch es ist ein langer Weg nach unten. Ich kann den Boden nicht sehen. Ja, der Schacht ist tief. In Luxors Nekropole Al-Assassif hat das Team von Fatih Yassin den Schacht bis in eine Tiefe von fast 14 Metern ausgehoben. Der Grabungsleiter vermutet, dass sie kurz vor einem großen Durchbruch stehen. Wir haben den Eingang zu einem Raum. Für uns von großer Bedeutung. Bei den Ausgrabungen wurde ein Raum freigelegt, der eine Grabkammer sein könnte. Die Kammer ist fast bis zur Decke mit Schutt gefüllt. Doch es ist ausreichend Platz vorhanden, um den Raum zu vermessen. Er ist recht groß. Ein so großer Raum bedeutet, dass der Besitzer des Grabes hochrangig war. Es ist ein vielversprechendes Zeichen dafür, dass sich unter den zusammengepressten Trümmern eine wichtige Mumie befinden könnte. Doch Fatih Yassin macht sich Sorgen um den Zustand der Kammer. Man kann einen natürlichen Riss im Gestein erkennen. Es könnte sein, dass er von einem Erdbeben herrührt.
Eine zurückliegende Erdbebenkatastrophe könnte die Stabilität des Gesteins beeinträchtigt haben. Fatih Yassin zieht sein Team ab und bespricht sich mit Syed Mohammed. Der Zustand des Gesteins in der Kammer ist sehr schlecht. Die Decke der Kammer ist teilweise eingestürzt. Sollen wir nicht weiter graben? Die Situation ist gefährlich. In diesem Fall müssen wir die Ausgrabung stoppen. Wir müssen mit unseren Architekten eine Möglichkeit finden, die Kammer zu stabilisieren. Eine gute Idee. Die Arbeit in der Kammer kann erst fortgesetzt werden, wenn ein Spezialist sie gesichert hat. Das Team wird erst später herausfinden können, was in der Kammer vergraben liegt. Wir haben während unserer Arbeit gelernt, geduldig zu sein. Doch wir sind auch hoffnungsvoll. Im Tal der Könige, im Grab von Zetos I., baut Aliyah Ismails Team ein riesiges Gerüst auf, das nur wenige Zentimeter von einem der am besten erhaltenen Wandbilder des alten Ägypten entfernt stehen wird. Jeder Schaden, der dabei verursacht werden könnte, wäre katastrophal. Wenn es umkippt, würde es das Grab beschädigen. Passt auf die Wand hinter euch auf. Ich habe gerade einer meiner Kolleginnen gesagt, dass sie der Wand zu nahe kommt. Das Gerüst steht. Jetzt müssen sie den 3D-Scanner kalibrieren, mit dessen Hilfe sie die Details der Oberfläche der Grabbemalung mikroskopisch genau modellieren können. Ein großes Problem ist der Staub. Egal wie oft man ihn entfernt, es bleibt nie sauber. Die Geräte sind aufgestellt und einsatzbereit. Aufregend! Nun ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Wird Aliyah Ismail das gewünschte Ergebnis erzielen? Oder werden all ihre Anstrengungen umsonst gewesen sein? Wenn wir den Knopf drücken, sehen wir, was passiert. Aliyah Ismail und ihr Team beginnen mit dem Scannen. Jeder Scanvorgang dauert 3 Minuten. Sie müssen gespannt warten, bis sie sehen können, ob ihre Operation geglückt ist. Fast ein historischer Moment. Der Scan ist abgeschlossen und das Team überprüft die Daten. Die harte Arbeit scheint sich gelohnt zu haben. Der Scan hat perfekt funktioniert und die Oberfläche des Grabes wurde detailliert erfasst. Nur wenn wir die komplexe Geschichte dieser Oberflächenschichten verstehen, können wir dieses Grab erhalten und schützen. Die Aufzeichnungen werden helfen, die Ausgestaltung des Grabes zu konservieren, um weitere Geheimnisse um Ramses II. Und seinen Vater Sethos I. zu lüften. Nur rund 10% von dem, was da draußen liegt, wurden bisher gefunden. Es gibt noch viel mehr für uns und zukünftige Generationen zu entdecken. Im Palast von Ramses in Abydos steht Sameh Iskanders Team kurz vor einer neuen Entdeckung. Im Gegensatz zu den Skeletten im Palast ist dieser Stier in einer Zeremonie bestattet worden. Dies ist ein vollständiges Stierskelett. Das passt zu den Praktiken des Apis-Kults. Sameh Iskander sieht darin den Beweis, dass Ramses Palast ein heiliger Ort der Verehrung war. Die Menschen verehrten Ramses und wollten die Stiere hier in seinem Palast begraben. Sameh Iskander will mehr über den Kult erfahren und sucht nach Hinweisen, um das Skelett datieren zu können. Um die Knochen herum sind Keramikfragmente begraben, die erstaunliche neue Hinweise offenbaren. Wegen der Keramik gehen wir davon aus, dass es aus der Zeit der Ptolemäer stammt, 1000 Jahre nach Ramses. Es ist eine erstaunliche Erkenntnis.
Die Ptolemäer bildeten die letzte Dynastie des alten Ägypten. Dieses Opfer stammt damit aus einer Zeit weit nach Ramses Herrschaft. Der Kult um Ramses bestand auch noch 1000 Jahre nach seinem Tod fort. Dieser Ort war auch damals noch ein göttlicher, ein heiliger Ort, an dem Opfergaben dargebracht wurden. Dieser Fund zeigt, dass Ramses sich seinen Weg zur Größe bahnte, indem er die Verehrung seiner Person in den Herzen und Köpfen des ägyptischen Volkes verankerte. Dies ist die Geschichte Ägyptens, die Geschichte der Menschen hier, die wir nachempfinden. Sehr aufregend. Unweit des Tals der Könige wurde Ramses Vermächtnis durch seinen Kult am Leben gehalten. Im Tal selbst begeben sich John und Colleen Darnell auf der Suche nach seiner letzten Ruhestätte und seiner Mumie tief unter die Berge. Am Boden des Schachts entdeckt John Darnell eine alte gemalte Botschaft. Der Text steht im Zusammenhang mit den Umbettungszeremonien, die hier in diesem Grab stattfanden. Es ist eine Niederschrift über Mumien, die vor 3000 Jahren in dieses Grab gebracht wurden. Als ob die alten Ägypter uns Hinweise hinterlassen wollten.150 Jahre nach Ramses Tod erlebte Ägypten eine Zeit innerer Unruhen. Staatsbeamte konnten das Tal der Könige nicht länger bewachen, also holten sie die Schätze aus den Gräbern und nahmen sie an sich. Die dort begrabenen königlichen Mumien verehrten sie jedoch immer noch. Heimlich brachten sie fast 50 von ihnen an einen versteckten Ort. Um das Schicksal von Ramses Mumie zu ergründen, müssen John und Colleen Darnell tiefer in das stockfinstere, unsichere Grab vordringen. Sieh dir das an. Ein wenig instabil. Gut, dass wir Helme haben. 1881 entdeckten Forscher die Mumien und erstellten einen Plan, wo jeder der Könige begraben worden war. Im Inneren des Labyrinths entdecken John und Colleen Darnell eine kleine Kammer, die das Grab von Ramses gewesen sein könnte. Das habe ich nicht erwartet. Der Leichnam von Ramses II. Lag wahrscheinlich hier, in dieser Kammer. Er ruhte hier rund 2800 Jahre. Sehr seltsam. Hier wurde die Mumie von Ramses gefunden. Heute befindet sie sich im Museum in Kairo, wo sie ausgestellt ist. Es ist ein Wunder, dass der Leichnam von Ramses II. Noch existiert. Ramses lebte zwar nicht bis in alle Ewigkeit in dem für ihn vorgesehenen Grab, doch in gewisser Weise wurde er unsterblich. Bis heute gilt er als größter Pharao dieser uralten Zivilisation. Und durch die Geheimnisse und Spuren, die er hinterlassen hat, können wir seine erfolgreiche Herrschaft nachvollziehen. Wir können hier die Geschichte ergänzen und wissen so, was passiert ist.